Herr präsident! frau kommissarin, es ist hier schon gesagt worden, china ist eine großmacht und von daher gesehen sehr wichtig auch für die staaten der europäischen union. ich weiß dass manchmal wenn wir über menschenrechtsverletzungen durch china diskutieren dann manche sagen lasst doch die chinesen in ruhe, die haben eine andere kultur, die haben nicht unsere wertigkeit, wir sollten ihnen das nicht überstülpen. aber ich denke gerade wenn es darum geht dass Menschen sich freiwillig verbrennen, junge Menschen, 18 und 19 Jahre alt, die nur ihren Glauben leben wollen, keine andere Möglichkeit haben, wie es viele hier schon gesagt haben, als sich selbst das Leben zu nehmen, dann ist es wirklich nicht möglich, darüber zu schweigen. Und es ist ja auch so, dass gerade die Repräsentanten des Dalai Lama uns immer wieder auffordern und ihre Hoffnung setzen auf das Europäische Parlament, weil sie zwar wissen, wenn wir das hier diskutieren, passiert deswegen noch lange nichts, es wird noch lange nichts geändert. Aber ich glaube, wir können nur immer wieder darauf hinweisen, was dort für Unrecht geschieht und auch an alle appellieren, die mit China Kontakt haben, dieses Thema ständig auf der Tagesordnung zu haben. Denn ich denke, das ist klar, wenn alle diese Dinge immer wieder ansprechen, dann kann China sich dem nicht entziehen und dann muss eigentlich etwas passieren. Dankeschön.